Gut, alles klar. Ach nee, Quatsch, was wollte ich denn jetzt? So, das Grab möchte ich gerne machen. Jetzt kann ich da endlich. Es muss doch mehr Munition für die Sowjetgewehre geben. Hab ja jetzt das Tauchgerät. Hooray! Hooray! Genau, da muss ich hin. Ich hoffe ja nicht, dass der Bär da schon wieder ist. Aber auch wenn, ich habe hier so einen Granatwerfer, also... Nein, okay, gut, der ist nicht da. Hätte ich jetzt auch keine Probleme damit. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor den Bären. Wie gesagt, ich bin ja hier perfekt ausgerüstet. Von daher passt das. So, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Herausforderung aussieht. Beziehungsweise das Rätsel. Bin ich ja schon sehr gespannt. Unbekanntes Gebiet. Ja, schön. Erstmal hier zur Kiste. Hier ist sonst noch irgendwas. Nö. Okay, dann kann ich ja hier weiter. Nein, 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 nein. Ich muss hier balancieren und gleichzeitig darf ich nicht vom Wasser hier erwischt werden. Ah, toll. Ah, bitte. Ist das eine Wasserprüfung? Okay, das ging noch, aber ich könnte es mir auch schwerer vorstellen. Da kommt bestimmt noch mehr. Das war's nicht. Okay. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Oh, schön. Schriftrollenkiste. Zeit der Anpassung. Oh, geil. Jetzt brauche ich nur natürlich die Stelle nur finden. Vielleicht im Inneren irgendwo? Nö. Ja, wo soll das denn sein? Wo? Fragezeichen? Wo ist die bewusste Stelle? Also noch mehr heranzoomen kann ich nicht.
Spiel. Also ich weiß jetzt echt nicht, wo die Stelle sein soll. Wo soll die sein? Spiel, bist du jetzt kaputt oder was? Ich habe da jetzt fast überall nachgeguckt. Ja. Von innen auch nirgendwo. Finde ich ja komisch. Keine Ahnung. Tut mir leid. Wo da die Stelle hier sein soll. So, okay. Warte, gehe ich mal hier kurz das Lagerfeuer. So. Und jetzt bin ich zurückgegangen. Wow, Suki. Ah, René, was machst du denn für Sachen? Das war nämlich nur ein Weg, eine etwas schnellere Abkürzung. Da ist eine Falle. Autsch. Okay, ich glaube, ich darf da nicht drauf treten. Jo. Ah ja. Von der anderen Seite werde ich da wohl die Seilpfeile benutzen können. Ich schau mich... Ja, kleiner Leck, tut mir leid. Ja, links oder rechts? Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Tja. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Die Folgen Bäder von Kitesh. Ein Bürger Kiteshs fragt sich, was passieren wird. Ja, er macht sich zumindest Gedanken. Das ist vernünftig. So, dann gehe ich mal hier. Ich guck nochmal mit dem Überlebensinstinktmodus. Nicht, dass hier irgendwo eine Falle wieder ist. Ich habe ein bisschen Angst vor Fallen. Bäder von Kitesh. Das ist ein Badehaus. Aha.
Sicherheit. Es muss einen Weg da reingeben. Okay, also da muss ich hin. Okay. Vielleicht kann ich das Boot bewegen. Das war auch schon eine Idee von mir. Das hättest du nicht extra sagen müssen. Nein! Scheiße. Okay, da ist auch ein Mechanismus. Im Wasser. Ja, ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich muss wahrscheinlich... Da... Was? Kann ich gar nicht. Geschafft. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können. Ja, so denke ich und hoffe ich doch. War das jetzt das Rätsel oder wie? Anscheinend ja. Bloß ich muss jetzt nur einen Weg dahin finden. Oder kann ich da irgendwie untertauchen? Okay, anscheinend ja. Nee, tauchen. Kann ich überhaupt tauchen? Ja, tauchen kann ich, aber das bringt mir nichts. Habe ich jetzt vielleicht unter Wasser irgendwas übersehen gemacht? Ja, wie komme ich da jetzt hin, ist die Frage. Das Rätsel müssen wir noch irgendwie lösen. Kann ich hier holen? Ja. Oh ne, da bin ich da wieder. Stimmt, da war ja was. Oder ich muss auch wieder zurück mit dem Schiff. Das kann auch sein. Oder was heißt Schiff mit dem Boot halt? Das kann möglich sein. Weil das Wasser ist jetzt, glaube ich, hier überall ein bisschen gesunken.
hier noch irgendwie? So viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Eine Karte. Okay. Oh. Okay. Nice. Da gibt's selbst auch hier am... Oh, war das? Nein, das war falsch. Da gibt's auch hier im Cup auch noch ein paar Sammelobjekte. Das finde ich okay. Ist nicht schlimm. Die sind ja in der Nähe. Das sind noch Münzen. Ja, sammel die doch ein, Lara. Hä? Wieso kannst du ihn zuerst nicht einsammeln? Lol. Muss ich das verstehen? Ja, okay. Holen wir erstmal das Dokument. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Ein neues Ziel, Bäder von Kitesh. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt mussten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Harte Sache. Da ist noch ein Relikt. Sehr gut. Ach, da. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Oh ja, auf jeden Fall. Elfenbeingefäß, Ikonen von Kitesh. Sieht schön aus, auf jeden Fall. So. Ja, jetzt muss ich nur die optionale Fähigkeit noch irgendwie bekommen. Plus wie? Wie ist die Frage? Ja, toll, jetzt bin ich hier wieder. Wow, toll. Noch ein Abfluss. Aber keine Winde. Hm. Okay. Das Wasser gleich, glaube ich, wieder. Noch ein Abfluss, aber keine Winde. Ja, das ist scheiße. So, dann ist das Rätsel noch nicht komplett beendet. Hätte mich auch gewundert, weil da im Wasser Münzen waren, die habe ich doch gesehen, aber... Noch ein Abfluss, aber keine Winde. Aber da konnte sie ja nicht erreichen. Tja, aber wie mache ich denn das jetzt? Wenn hier keine Winde ist.
Aha. Moment mal. Ich glaube, da muss ich mich, glaube ich, beeilen. Oder auch nicht. Noch ein Abfluss, aber keine Winde. Nee, 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 ich muss, glaube ich, ich muss schon abwarten, bis das Wasser unten ist, glaube ich, das Bett unten ist. Aber keine Winde. Scheiße. Nein, 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 nein. Das ist echt ein knackiges Rätsel. Aber ich glaube, ich habe die Lösung. Ich muss mal schauen. Ich kann ja vielleicht, genau. Vielleicht kann ich hier mein Boot benutzen. Ich glaube, ja. Dahin bitte. Ja. Das müsste hoffentlich funktionieren. So. Einfach mal ausprobieren. Also wenn das jetzt auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, ich schau mal kurz. Ja. So, ich warte nochmal komplett, bis das Wasser komplett weg ist. Ja, es klappt, geil. Okay, wir haben eine Seilverbindung hergestellt. Ja, dann war das die Lösung, glaube ich. So, jetzt muss ich zum Boot erstmal zurück. Und dann an der Kurbel drehen. Bleibt das jetzt so, oder? Da. Das war der letzte. Okay. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Ah ja, und jetzt kann ich hier auch die Münzen einsammeln, die ich vorhin auch gesehen habe. Ach nein. Das wollte ich jetzt nicht. Ach, hier sind auch noch mehr Münzen. Sehr schön. Ja, dann war das Rätsel nett. Okay. So, dann wie gesagt. Ah ja, und so konnte ich jetzt das Tor noch aufsprengen. Yay, geschafft. Supi.
Das war nämlich jetzt echt meine letzte Idee gewesen. Hätte die nämlich auch nicht funktioniert, ja, dann wüsste ich auch nicht, wie ich das hätte noch machen sollen. Und was bekomme ich hier als optionale Fähigkeit? Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Okay. Eiserner Griff. Okay, ein Grab müsste ich noch machen und dann ist die Nebenmission auch erfolgreich. Eiserner Griff. Klettern und Stein und Eisüberflächen ist erheblich schneller. Geil. Also schneller klettern jetzt. Cool. Und Grab ist abgeschlossen. Aber wo sollten hier bitte schon noch ein optionales Grab sein? Weil ich nämlich hier alle schon fertig habe. 4 Gräber abgeschlossen. 4 von 4. Moment mal. Im gottlosen Tal? Hier soll noch irgendwo ein Herausforderungsgrab sein. What? Okay, ich sehe auch gerade, ich habe hier auch nicht das eine Relikt hier und... Oh Gott! Und dann habe ich hier auch noch 8 Dokumente noch übersehen und 4 Überlebensverstecke. Ob ich das jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Also... Wenn ich, wie gesagt, ein 100% gemacht hätte, hätte ich es gemacht, aber so jetzt ehrlich gesagt nicht. So, meine Lieben. Das war es jetzt. Ich beende jetzt mal ausnahmsweise hier an der Stelle mal jetzt den Part, weil ich werde diesen Part mit dem letzten Part zusammenschneiden, damit der jetzt nicht so groß wird, werde ich jetzt mich hier schon verabschieden und... Wie gesagt, ich versuche jetzt hier in dem Gebiet noch, wie gesagt, jetzt offscreen jetzt noch die Sachen zu bekommen. Und ja, ansonsten geht's dann bei der nächsten Aufnahme. Wie gesagt, hier werde ich die Münzen jetzt auch noch offscreen holen. Wie ich jetzt das Dokument da hole, habe ich immer noch keinen Plan. Ja, wie gesagt, also bei der nächsten Aufnahme, im nächsten Part, wie gesagt, geht's dann hier weiter. Und dann sehen wir uns genau an dem Basislager uns wieder vor dem Hauptziel dann. Genau. So, das heißt mit anderen Worten, meine Lieben, ich werde jetzt hier erstmal aufhören. Bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß bei Rise of the Tomb Raider. Wir haben jetzt alle Hauptitems, es sei denn, wir bekommen noch mehr Hauptitems, aber ich glaube nicht, weil irgendwann muss das Spiel ja auch mal zu Ende gehen. Ich vermute mal, dass wir vor dem Finale stehen. Und ja, ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, wo ich euch das gerade auf der Karte gezeigt hatte, vor dem Hauptziel im Basislager uns wieder und... Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi.